Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es ein ganz entspanntes Reaction-Video. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Es geht um einen Diss-Track von Revi an Gewitter im Kopf. Ich glaube, die zwei YouTuber oder drei YouTuber kennt ihr ja, glaube ich. Die sind ja ziemlich bekannt auf YouTube. Ich habe mir den Track schon mal angehört. Es ist zwar gar nicht meine Musikrichtung, also die ich so höre, aber der Track ist echt gut geworden. Es ist zwar viel Autotune im Spiel, aber ich würde sagen, wir schauen uns oder hören uns den Diss-Track nochmal zusammen an und ich werde ein bisschen dazu was sagen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ich habe nur mitbekommen, dass Gewitter im Kopf einen Diss-Track zurückballern will. Das heißt, ich bin echt gespannt, was die dann raushauen. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Schnacken nicht länger rum. Let's go. Naja. Okay. Mein das wieder 100% ernst. 200-300% mindestens. Also Revi ist ja kein Sänger. Kein offizieller Sänger. Aber ich finde, wie gesagt, der Track ist echt richtig gut geworden. Ich hasse alle, die in diesem Track vorkommen. Und ich wünsche allen Menschen da draußen alles Schlechte. Und ist ein schöner Ohrwurm. Das meine ich ernst und das kommt von Herzen. Hundertprozentig. Gewitter im Kopf, warum sein Block? Gewitter im Kopf, warum sein Block? Gewitter im Kopf, kommt dann zu Schrott, kennt nicht kein Block. Wieso nicht hier Stroh, gekieselter Kopf, sie ist so lost. Gewitter im Kopf. Also der Beat ist halt schon echt nice. Also muss ich echt sagen, der ist richtig, richtig geil. Der Text auch nicht schlecht, aber ich muss sagen, es ist halt einfach nur alles Autotune. Nichts gegen Revi, aber ja, Autotune macht alles möglich. Ich will aber nicht wissen, wie aufwendig das Video geworden ist, also der Videodreh. Was sind schon geile Effekte am Start? Sie ist so lost. Gisela, willst du mit mir schlafen? Hol dich ab in einem brandneuen Wagen. Will kein Streit, ich will mich vertragen. Du brauchst Cash und nicht in Sex schlafen. Ja, noch kein Das habe ich am meisten gefeiert. Moment, wo war's? Ich will mich vertragen. Du brauchst Cash und nicht in Sex. Hier. Gisela ab. Alter, wie kommt man auf so eine Scheiße, Mann? Ja, da kein Lab, wir kommen nur zur Arbeit. Gisela am Steuer, das kann doch nicht wahr sein. Gisela Sex, Tape, ich knall mein Sparschwein. Du fährst mit der Bahn und ich immer am Geheim. Ja, Quan. Tim Steff wichsen zu einer Redhead Bitch ein. Doch mit dieser Scheißfrisur bleibt er ewig allein. Du bist ein dummes Opfer, denn dein Ego ist klein. Und ich stecke 3-4 Klingen in Weich sein Bauch rein. Gewitter im Kopf, warum sein Block? Gewitter im. Das ist halt echt so ein krasser Ohrwurm. Übel. Also, ich find's echt gut gemacht, obwohl es mit Autotune oder ziemlich viel Autotune am Start ist. Aber der Text ist gut, es passt halt zu Gewitter im Kopf. Aber ich bin wie gesagt gespannt, was Gewitter im Kopf für einen Diss-Track raushauen wird. Da bin ich echt gespannt. Im Kopf, fahren sein Block. Gewitter im Kopf, kommt dann zu Schrott, Handy kein Block. Wieso nicht hier Stroh, gekieselter Kopf, sie ist so lost. Gewitter im Kopf, fahren sein Block. Gewitter im Kopf. Vibe. Und auch dumm. Niemand mag Vibe. Alle hassen ihn. Wirklich? Jan ist scheiße. Yeah. Okay. Nicht schlecht. Allein die Klicks 622.000 und wurde hochgeladen vor 2 Tagen. Also ich finde echt den Text gut.
passt halt einfach zu einem Diss-Track. Bewertung, naja, fast 17.000 Dislikes. Aber abgesehen jetzt von den Likes oder Dislikes, ich finde es persönlich gut, obwohl ein bisschen viel Autotune auf die Stimme geklatscht worden ist. Ich würde gerne mal wissen, wie Revi so singt ohne Autotune. Ob er es auch so drauf hat, keine Ahnung. Wir können ja mal kurz schauen, wer den Track produziert hat. Bla bla bla. Gibt es sogar auf Spotify. Partner. Bla bla bla. Moshpit Records. Also irgendein Plattenlabel können wir uns mal kurz anschauen. Also wie gesagt, in der Hip-Hop-Szene kenne ich mich leider, oder was heißt leider, kenne ich mich einfach nicht gut aus. Deswegen kann ich dazu eigentlich auch nicht viel sagen. Aber ich wollte einfach mit euch zusammen den Track nochmal anschauen oder das Video nochmal anschauen, bisschen drüber quatschen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Track sagt. Ich habe gestern dann auch zufällig mitbekommen, dass Gewitter im Kopf einen Livestream gestartet hat und die haben auf diesen Diss-Track reagiert, also auch eine Live-Reaction gedreht. Fand ich ziemlich geil und wie Gisela abgegangen ist. Alter, ich hab so geheult vor Lachen. Ansonsten Kommentare, Hauptsache Avive wird öfters gedisst als Jan und Tim. Ich bin mal gespannt, ob von Avive auch ein Diss-Track kommt oder ob der in dem Diss-Track dann von Gewitter im Kopf am Start ist, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich beende auch schon wieder diese kleine Reaction, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, ich kann dazu jetzt nicht so viel sagen, weil ich bin jetzt kein Hip-Hop-Spezialist oder ich kenne den Produzenten nicht. Oder das Plattenlabel nicht, da müsstet ihr eher bei Tubo vorbeischauen. Der macht ja hauptsächlich nur Hip-Hop-Tracks. Und genau, in diesem Sinne, gerne Bewertungen da lassen, gerne was kommentieren. Wir sehen uns zum nächsten Video, Leute. Haut rein, bis dann. Ciao.